Also für mich ist Kalmus Stimmkultur vom Feinsten. Ex-Tomaner, die perfekt ihr Handwerk beherrschen, das alles geadelt von einer wunderbaren Sopranstimme oben drüber und einer Repertoirebreite, die von Renaissance-Musik bis in die Gegenwart reicht. Ich habe schon viele, viele Konzerte von Kalmus erlebt. Ich bin selten ohne Gänsehaut rausgegangen. Also kurzum, wer auf richtig feinen Chorklang steht, 5 Solisten, die zu einem Instrument verschmelzen und dabei man eine ganz reichhaltige musikalische Entdeckungsreise machen will, von Josquin bis hin zu den Beatles, der sollte zu Kalmus gehen. I'm bound to get you, and then I suddenly see you, bound to get you, and then I tell you that I need you every single day of my life. Kalmus ist ein Ensemble mit ganz enormer hoher Musikalität. Sie singen also so homogen, dass man also selten jede Stimme erkennen kann. Sie singen unglaublich präzise und sie sind dabei ganz tolle, natürliche, normale Menschen. Sie kennen keine Grenzen. Es ist immer Kalmus, aber sie wagen sich an alles. Und danach ist es immer Kalmus. Kalmus ist ein Ensemble, bei dem einfach das ganze Paket stimmt. Sowohl die Intonation, die Bescheidenheit, aus der heraus sie musizieren, die Demut gegenüber dem Werk, aber dann in einer Klanglichkeit, die so homogen ist und so betörend ist, dass man einfach nur hingerissen ist von diesem Ensemble. Was ich als besonders geniale Idee sehe, das ist die Tatsache, eben mit der Sopranistin, mit der Anja, noch einfach einen Glanzpunkt draufzusetzen auf das ganze Ensemble. Und das haben wir ja heute bei der Auswahl der Stücke von den Thomaskantoren in besonderer Weise gemerkt, wie eben diese Frauenstimme über dem Männerensemble dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Glanz verleiht. Ich bin rundweg begeistert von diesem Ensemble. Everybody knows.
And everybody's